Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit Letzter Schluss. Wie man vielleicht so ein bisschen an meiner wunderbaren Kopfbekleidung sehen kann, liegt es nicht nur daran, dass die Haare länger geworden sind, sondern auch daran, dass wir heute was vorhaben oder beziehungsweise auch die nächsten vier Wochen. Es geht nämlich um Desktop-Wichteln, also vier Wochen und vier ungewöhnliche Desktops. Und einen Desktop äh, gibt es heute schon mal zum Angucken. In der ersten Woche gibt es gleich zwei Desktops, also einmal CDE und NSCDE. CDE selbst hat eine relativ lange Geschichte, also im Juni 1993 ist er erschienen, erst als proprietäre Software und 2012, also ziemlich lange nach dem Ersterscheinen, wurde der Quelltext auch freigegeben unter der LGPL. Genau, das kann man sich angucken und ausprobieren, unter anderem auch unter Sparky Linux, das werde ich gleich machen. Und wenn ihr ein bisschen was zur Geschichte wissen wollt, könnt ihr das unter dem Wikipedia-Artikel nachlesen. Also hier ist so ein Umbruch, weil das sonst auseinandergefallen wäre. Aber müsst ihr zusammenschreiben, beziehungsweise denn in der Folie einfach den Link anklicken und dann kommt ihr zu der Seite. Also, das ist CDE im Original von damals, ist allerdings immer weiterentwickelt worden. Ich kenne das noch aus Solaris-Zeiten, wo es der Desktop war, der einfach mit dabei war. Das hier ist jetzt der XFCE Desktop, den wir installiert haben in der Folge davor, wo ich Sparky Linux einmal kurz ausprobiert habe, wo ich es einfach bloß installiert habe und ein bisschen auf dem Desktop rumgeklickt habe. Aber das Tolle an Sparky Linux ist eine Anwendung, die ich so unter anderen Distributionen nicht, ähm, also habe ich so nicht gesehen. Macht natürlich sein, dass es das woanders doch irgendwo gibt, aber ich kenne es halt nicht. Das Schöne daran ist, an diesem. An diesem Aptus App Center, dass man dort einfach Desktops nachinstallieren kann mit einem ja mit quasi einem Klick und da haben wir diese Übersicht mit den verschiedenen Desktops und ich nehme als erstes CDE, einfach draufklicken, dann geht das Fenster wieder zu, das soll auch so, und dann bekommen wir ein bisschen Informationen dazu, was wir da jetzt installieren können einmal was das überhaupt ist, einmal das Sparky Desktop CDE ein spezielles Paket und die Version ist vom 19.06.2023. Dann haben wir noch hier die Abhängigkeiten, die das ganze braucht und das Ganze ist ein Metapaket, was CDE installiert. Also Metapaket sind Pakete, wo Abhängigkeiten zu anderen Paketen drin stehen, wo aber eigentlich keine Software drin ist. Also da steht das hier drin, das brauchen wir damit wir es installieren können und das ist das Meta-Paket. Jetzt gehen wir hier unten auf installieren. Ja, dann im Hintergrund wird jetzt die Paketliste runtergeladen, was es gerade gibt und dann wird hier der Vorschlag gemacht, was da alles mitkommt, was wir noch brauchen und dann muss ich sagen hier J und dann werden die Einzelne Pakete runtergeladen und was man hier sieht, Trixie, das ist das kommende Debian 13, das ist der Codename dafür. Das ist noch nicht raus, also von daher ist das im Moment so eine Rolling Release-Distribution. Sparky Linux gibt es in zwei Varianten. Einmal in einer Stable-Distributionsvariante, die auf dem Debian 12 basiert. Also die aktuelle stabile Version von Debian. Und ähm, ja, die kommende ist halt eben 13 und da wird im Moment dran entwickelt. Also das kommt irgendwann so in zwei, drei Jahren, denke ich mal. Die CDE-Pakete werden jetzt runtergeladen und je nachdem, wie schnell es bei euch ist, geht das schneller oder dauert länger. Und wenn das jetzt alles gut ging, wurde dein neuer Desktop installiert und konfiguriert. Melde dich ab und melde dich an am neuen Desktop, damit die Änderungen greifen. Genau, und das machen wir jetzt einmal auf Beenden drauf und das machen wir auch zu. Einmal hier unten drauf und da abmelden. So, dann kann ich hier oben auswählen, also ich passe das jetzt nicht an, ist ja gleich eh was anderes. Jetzt kann ich hier CDE auswählen, vorher waren wir bei XFCE, beziehungsweise bei der Standardsitzung, die vorher XFCE war, und gehen auf CDE. Dann melde ich mich wieder an. Jetzt habe ich sogar hingekriegt, dass das jetzt auch die volle Auflösung verwendet und nicht hier unten noch so ein bisschen blauen Abfall hat. Also das ist jetzt... CDE, so wie es wahrscheinlich immer war. Also, ich glaube, in der Uni waren es sogar bloß schwarz-weiß Monitore, wo es denn drauf lief. Das waren so richtig große Röhrenmonitore. Und so ganz grob hier mit diesem Iconsatz oder beziehungsweise mit diesen Symbolen hier, dass das so und so ist. Ja, ja, es ist lange her. So, äh, wir haben einmal hier Hilfe. Also das Mausrad, das geht auch nicht. Also das gab es damals, glaube ich, auch nicht und das haben sie dann wahrscheinlich auch nicht nachgeliefert. So, ähm, was wollen wir denn hier? Basic Desktop Skills. Also es kommt ja aus einer anderen Zeit, als man sowas wohl nicht so unbedingt... Kannte. Also obwohl dieses Wissen kommt heutzutage wahrscheinlich auch schon wieder abhanden, weil viele bloß auf ihren Geräten rumwischen und sonst irgendwas, habe ich gerade jetzt einen Artikel darüber gelesen, dass das wohl äh, heutzutage ein Problem sein soll, dass in vielen Haushalten gar kein normaler Rechner mehr steht, sondern bloß noch Tablet und äh, Smartphone. Also von daher könnte das hier, wie geht man mit so einem Desktop um, äh, durchaus wieder ein sinnvoller Hinweis sein. Also, was haben wir hier? Also, wir haben Fenster. Okay, soweit so bekannt würde ich mal sagen. Damit kriegt man es groß. Genau. Und damit kann man es hier so anpinnen oder klein machen. Und dann liegt es auf dem Desktop rum. Und wenn man hier einen Doppelklick drauf macht, dann wird es wieder groß. Ja, So, dann haben wir hier noch so ein. Ist wahrscheinlich so eine Schublade hier oder so, so ein, so ein Aktenschrank äh, zum Aufziehen mit nur einer Schublade. Da können wir das Ganze jetzt noch in der Größe ändern. Dann äh, Move. Und we name Occupy Workspace. Ach, da kann ich jetzt noch angeben, auf welchem virtuellen Bildschirm äh, diese Anwendung laufen soll. Okay, gut. Also hier unten kann ich auch umschalten. Ach, da gibt es sogar verschiedene Hintergrundgrafiken. Einmal so so ein Beton vielleicht. Dann haben wir hier so ähm, steinige Wüste. <laughs> Dann haben wir hier ähm, äh, Himmel. Und da haben wir, ähm, ja was sind das? Naja, Blutkörperchen sind das ja nicht. Ne? Also die, die sehen anders aus. Das sind so Fliesen. Sagen wir mal, es sind Fliesen. Okay, auf äh, dem virtuellen Desktop 2 oder auf meinem virtuellen Bildschirm 2 ist das denn drauf hier. Und dann habe ich hier auch noch eine Menüzeile und da kann ich schließen. Okay, gut, was haben wir hier? Da haben wir eine, eine Uhr. Ach, ach so, da, da habe ich jetzt einen Kalender. RPC, CMSD. Also, vielleicht kann ich damit jetzt ähm, auf einem System meinen Kalender veröffentlichen? Also, hier, hier geht das auch nicht. So, aber mit dem Doppelklick auf, auf die Schublade krieg ich es auch wieder zu. So. Hm. Also da scheint irgendwas zu fehlen. Insert. Nee, also der Kalender, der, der geht so nicht, weil er irgendeine Serverkomponente braucht. Hm gut nehme ich einfach mal so zur kenntnis dann haben wir hier ein also nur einfach Klick, nicht Doppel, also beim starten hier unten raus Einfachklick. dann geht schon auf und schließen doppelklick kann ich aber relativ langsam machen um das hinzukriegen ja genau also das ist mein eigenes verzeichnis hier und sagt mir das. ach so ah A ja, Test ist mein Benutzer, Home, das Home-Verzeichnis. Wenn ich da wiederum einen Doppelklick auch langsam drauf mache, dann kann ich das Verzeichnis wechseln. Ja, also das ist ein Dateimanager in relativ einfach. Und wenn ich da jetzt wieder zurückgehe, habe ich ja... Was hier irgendwo mal was? Also das ist ja nicht wirklich eingerichtet, das ist ja auch kein Arbeitssystem. Ich spiele das jetzt in einer virtuellen Maschine mal durch. Von daher gibt es hier nicht wirklich was sinnvolles. Wenn ich jetzt einen Rechtsklick mache, find. Jetzt kann ich irgendwas suchen. Wenn ich jetzt einfach mal suchen lasse nach einem Verzeihnis, was es gibt. Genau wird das gefunden. Put in Workspace. Ah, okay. Dann habe ich hier... Einen, das wird ja sowas sein wie ein Link. Kriege ich dazu noch irgendwie Eigenschaften? Remove, Rename, Open New View. habe ich das da. Also insgesamt ist es ja irgendwie anders. Es ist deutlich ähm, primitiver. Also von, von den Funktionen, die es hier so gibt, kann ich auch sowas wie kopieren. File, Find Go. So, und wenn ich jetzt hm. also okay wenn ich da jetzt sage ich muss erstmal auswählen und wenn ich jetzt sage hier ja, copy to und dann einfach so sage completed genau es ist ja nichts drin also ja so wenn ich jetzt hier zwei mache kann ich denn von einem, wenn ich jetzt hier Dokumente darüber ziehen möchte, das geht. Also mit hier Drag and Drop geht das auch. Also das ist ein Dateimanager, wo ich prinzipiell sehr viel mitmachen kann. Also da fehlen natürlich Dinge, die ich so nicht machen kann. Sowas wie hier neue Datei anlegen und dann ähm, wird da gefragt, was für ein Typ soll es denn sein? Eine reine Textdatei? Möchtest du mit LibreOffice was anlegen oder sowas? Sowas gibt es hier nicht, aber diese grundlegenden Funktionen habe ich da schon. Ja, also das ist der Dateimanager. Mal gucken, was habe ich hier? Einen Editor. Und da heißt Texteditor für CDE. Und da kann ich natürlich irgendwelche Sachen eingeben. Und das Ganze natürlich auch irgendwie safe needed. Ach so, wahrscheinlich, weil ich es vorher nie gespeichert habe. ich jetzt einfach mal draufgehe. Dokumente. Test. TXT. Irgendwie so. Dann habe ich das gespeichert. Und jetzt steht auch nicht mehr needed bei. Und, ach so. Immer wenn ich was geändert habe, dann ist das needed. Also dann wird ein Speichern ähm, empfohlen. Also das ist benötigt, das Speichern, damit ich keine Informationen verliere. Ist irgendwie auch klar. Dann, was haben wir hier? Aha, aha. Okay. Right-A-Line. Wall. Und nu? Hm. <laughs> Ist es jetzt komplett weg? Also hier unten kann ich auch nicht hin und her scrollen. Right margin, left margin. Hm. Äh, nö, 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 nö. Also ich möchte schon wieder. <laughs> Soll ich jetzt einfach mal sage, hier 40 vielleicht und dann nochmal. All. Hm. Also entweder es funktioniert nicht oder ich verstehe diese Option einfach nicht. Also ich hätte jetzt gedacht, ich kann damit den Text... Ähm, an Die rechte Seite schieben, wenn ich sage: Naja, 40 Zeichen die Breite soll das Ganze haben, und dann wäre es denn da dran geklebt. Aber ja, vielleicht ist es so nicht gedacht, keine Ahnung. Also, ähm, einfacher Texteditor, wie man ihn auch von sehr vielen anderen Umgebungen her kennt. Also, wirklich sehr einfach. Woanders ist natürlich deutlich komplizierter. Und dann haben wir hier unten noch so einen Pfeil, der kann. Achso, also da habe ich nicht bloß diesen Texteditor, sondern ich habe auch andere Werkzeuge, zum Beispiel ein Terminal. So. Genau. Das sagt man also hier so ein Sparky Linux mit dem Kernel. In der Version und so. Ja, was haben wir dafür? Einstellen, Möglichkeiten, Fenstergröße. Genau, da kann ich ähm, die Standardgröße angeben, also 80 Zeichen in der Breite und 24 in der Höhe. Also, das war sehr lang so ein ähm, Standardformat für, ähm, ja, also für früher, als es wirklich bloß so Text gab, also auf früheren Monitoren und so weiter. Das war so ein Standardformat und das hier ist sehr hochauflösend. Also, ja. Hm. Gut. Äh, was haben wir da noch? Da, da, Font Size. Kann ich denn die von hm, Size? Wo waren wir denn vorher? Achso, kann ich noch größer machen? Ja. Terminal Global. Was es da noch? Cursor Keypad-Mode. Keypad Mode. Was, ach so, das ist wirklich gedacht, was die Tastatur macht. Also ob ich da die Pfeiltasten habe und ob ich den Nummernblock benutzen möchte. Und was hier für die, also wie ich eine neue Zeile kriege und die Funktionstasten. Und okay. Ja. Reset. Achso, das setzt dann das Terminal einmal zu. Hm. Zurück, beziehungsweise. Ähm, ja. Achso, ah, okay, also es ist noch da, bloß es zeigt nichts mehr an. Ja, okay, damit kann ich es zurücksetzen, kopieren, einfügen, gibt es auch. Und ich kann es auch wieder schließen. Also ein. Terminal in relativ einfach. Und dann habe ich hier noch einen Icon-Editor. Damit kann ich Icons malen. So, und ähm, ja. Mhm. Und wer sind hinterher ja erkennt, ne? also schreibt das in die Kommentare rein, was das ist. Ich weiß es selbst nicht. Aber was ihr da einfach reininterpretieren möchtet, ich glaube, das wird eine Sprechblase. Jo, und. Hm, hm, hm. Was ist da? Und? Ja, und? So und? Kunst, das ist Kunst. So, dann brauche ich... Na nee, gut, da ich keinen... Hm. 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 Und da ich keine Orange habe, nehme ich Gelb. So. Gut, was ist das? Ha. So, ähm, speichern. Das steht jetzt nicht hier. Safe Needed, sondern ähm, einfach so. So. Ich nenne einfach mal Tux einfach so. Okay, gut. Also, da haben wir so einen ähm, Editor. Achso, da hätte ich sogar ein Füllwerkzeug gehabt. Okay, gut. Also, damit kann man Icons malen. Dann das hier sieht ja sehr nach E-Mail aus. Mail äh, Okay, 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 okay. Okay, gut. Also da müsste ich auch noch irgendwas einrichten. So, das fiel mir erst jetzt später auf. Ach, ich kann dieses, dieses, ähm, ja, diese Menüzeile oder diese, ja, irgendwie schon so eine Menüzeile mit verschiedenen Funktionen. Kann ich auch verschieben und das hier. Das macht so nichts. Dann habe ich hier ja verschiedene Anwendungen noch. Also habe ich ja gelernt, ne? auf den Pfeil draufgehen und dann kommt mehr als dieses eine Icon. Und da können wir... Achso, okay, an der virtuellen Maschine habe ich wirklich keine Drucker dran. Das ist also vollkommen okay. Dann haben wir hier noch Print Manager. Genau, ich habe wirklich keine Drucker. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Also, hm, hm, hm. damit kann ich so Druckverwaltung machen. Ja, aber ja, gute Frage, wie gut das funktioniert. Müsste man wirklich mal ausprobieren. Aber ja, Style Manager, Colors. Delphinium. Ja, aber das Ganze funktioniert erst nachdem ich die Sitzung beendet habe und dann sieht das vielleicht aus wie so ein Delphinarium. Vielleicht. Gras. Ach so, da ist denn hier die Vorschau mit den Farben. Golden. golden. Oh, das ist so ein bisschen Gold. Und ja, gut. Also da kann man irgendwie so grob die Farbstimmung mit festlegen. Font. Da kann ich die Größe festlegen. Okay, gut. Also die Schriftarten, die ändern sich in der Größe erst, wenn ich Dinge ähm, neu starte, beziehungsweise wenn ich einmal den Desktop verlasse und wieder neu öffne. Und dann haben wir hier wunderbare Hintergrundkacheln, also dieses große Bild, das setzt sich zusammen aus... Eigentlich bloß so einer Kachel hier, also, oder? Holt ihr auf. Da, irgendwie so, ne? Und das wird dann immer wiederholt. Ja, gut. Wenn wir es so machen, geht das sofort. Genau, das geht sofort. Und wenn ich hier so mache. <laughs> oder so, ja, gut. Also gekachelt, wenn man es haben möchte. Dann die Tastatur. Da kann ich klick Volume? Man muss sicher ja sogar sehen, ob das hier irgendwie Ton macht. Terminal hier. Nee, also scheint so keinen Ton zu machen. klick Volume. Oder? Also Volume heißt ja eigentlich Lautstärke. Also, ah, okay, gut. Okay. Nö, aber ich gucke gerade auf dem anderen Monitor, ob es da irgendwie einen Ausschlag beim Ton gibt, aber das gibt es nicht. Ja, ein Beep. Das ist wirklich nervig. Also gibt so Aktionen, die irgendwie einen Ton machen würden. Also, sowas stelle ich immer ganz gerne aus. Normalerweise gibt es das heutzutage auch nicht mehr wirklich. So und dann haben wir hier Konfiguration für die Maus, so ein Testfeld, wo ich den Doppelklick ausprobieren kann, also wie schnell das geht. Genau, also ich habe wirklich Zeit. Also Ja, also ist ja, Doppelklick wahrscheinlich hier eine halbe Sekunde habe ich Zeit zwischen den beiden Klicks. Anders ist es halt schneller. Ja. Und ob ich jetzt eine Maus für Linkshänder oder für Rechtshänder verwende, also da werden die Tasten umgedreht. Transfer, adjust. Uh, transfer, Action, drag, and text is very quiet. Ich lasse das einfach mal. Okay, dann haben wir noch Screen. Da kann ich den Bildschirmschoner einstellen. Ach so, hier, ähm, ja, also Game of Life. Also die teilen sich irgendwie diese einzelnen Pixel da und fügen sich zusammen. Also so wie Biologie in ganz, ganz grob nach einfachen Regeln. Dann haben wir hier noch äh, Flammen. Heuerwerk. Ja, das ist doch schon entspannender. Dann haben wir hier noch Fraktale. Zufällige Bilder, die irgendwie verteilt werden. X hat übrigens nichts mit dem X vormalig Twitter zu tun. Also dieses Symbol ist uralt. Das hat sich der äh, gute Elon Musk äh, einfach mal überlegt, dass er jetzt ein X möchte, was auch diesen Dings da hat hm. so dann haben Rotor Linien Bienen Schwarm und ja Würmer okay äh, off okay gut dann haben wir hier noch Fenster wie sich Fenster verhalten sollen mhm, mhm. Achso, dass ich ein Fenster anklicken muss, damit es aktiv ist. Mal gucken, geht das auch so ohne. Und dann gehe ich mit der Maus drüber und das Fenster, was sich unter meinem Mauszeiger befindet, ist automatisch aktiv. Ja, kann man so und so machen. Also es ist eigentlich heutzutage ungewöhnlich, aber ich glaube, damals war es wirklich standardmäßig. Eine Zeit lang wundert man sich vielleicht drüber, weil es das unter anderen Systemen damals auch so nicht gab. Und irgendwann hat man sich daran gewöhnt. Also kann man machen oder auch nicht. So. Uh -huh. Hello. Primary Window Top. Okay. Uh -huh. Place on. Okay, gut. Um, ja. Dann Startup. Jetzt kann ich die... Um also daraus schließe ich jetzt, dass ich ähm, die Sitzung, die ich hier habe, wiederbekomme, wenn ich den Desktop dicht mache. Und beim nächsten Start, da werden die Anwendungen wahrscheinlich wieder so geöffnet, wie sie waren, jedenfalls soweit das geht. Und dann äh, sind die Fenster auch vielleicht wieder an der richtigen Stelle wie vorher. So, das war jetzt das hier mit den Einstellungen. Dann haben wir hier noch... Ah, da haben wir jetzt noch verschiedene Anwendungen bei. Desktop Apps. Aha, Style, Mailer, Man, Page, Viewer, Calculator, Kalender. Ja, also das, ist das meiste oder vielmehr das Interessante haben wir ja schon irgendwie gesehen. Application Builder. Der macht jetzt. New Project, so Apply Button, Control Plane, plane. Aha. So, jetzt habe ich hier ein Hauptfenster und da kann ich jetzt, äh ach nee, das ist zu groß da wenn ich das so reinziehe genau ich brauche ein Control Plane so uh. so und da kann ich jetzt so okay mehr Pull-down Menüs So, wenn ich jetzt create new menu item. Okay, so und jetzt habe ich halt jetzt dazugefügt. Test Shown Modul, Test bild code generator. Ja, von mir aus. So, und jetzt habe ich eine Make-File. Okay. Also damit kann ich wohl einfache CDE-Projekte machen. Also ich klicke mir das hier so zusammen, also meine einzelnen Fenster mit verschiedenen Dialogelementen und dann lasse ich mir hier C-Code generieren und gucken. Ich soll es nicht per Hand editieren und da stehen die einzelnen Elemente drin. Also, das ist eine Entwicklungsumgebung für CD. Okay. Oh, oh. Also, nicht, dass ich es jetzt bräuchte. Ne? Also, ähm, ja, aber ist durchaus interessant, dass sowas hier drin ist. Also, das hätte ich jetzt wirklich nicht vermutet, dass es dafür irgendwas schon gibt. Information Manager. Hm, da haben wir Dokumentation. Dann machen wir noch mal hier unten die Schublade auf und gucken noch mal rein, was es da alles noch gibt. Ähm, Desktop-Apps, hatten wir die gerade eben? Ja, genau, okay, das waren die Desktop-Apps. So, jetzt würde ich gerne wieder go up. Go up und schon bin ich wieder da. Desktop-Tools. Okay, das ist ja doch gar nicht so wenig, ne? Also, boah, boah. Also, das gehen wir jetzt nicht alles durch. Wenn euch das interessiert, probiert es selbst aus, wenn ihr mal so in Retro-Laune seid. So, Compress File. File to Compress. Okay. Ähm, edit. DTWMRC. Damit könnte ich wahrscheinlich eine Datei editieren, die ähm, ich so nicht habe. So, Terminal Remote. Terminal Remote. Äh, gucken. Gibt's natürlich nicht. Äh, kann aber Test, kann aber okay. Ja. R-Login. Das ist doch... Sowas wie SSH in schlecht, oder? Also, so wie ähm, Telnet, vielleicht, glaube ich. Ja, gut, also da haben wir verschiedene einzelne kleine Hilfsprogramme. System Load, okay. Also, da, bei dem Icon hätte ich jetzt was anderes erwartet. Ne? Also, so sowas wie Top oder h -Top. Okay, nochmal go up. Dann Education gekommen. Achso, okay, gut. Das sind jetzt ja die anderen Anwendungen, die jetzt nicht unbedingt von. Also die kommen nicht von CDE. Okay. Hm. Okay. Da haben wir auch nochmal. Das ist irgendwie komisch. Also, also Position 1, also Anfang und Ende. Die Tasten, die gehen auch nicht. Okay, da haben wir. Okay, gut. Also, die Sachen, die hier drin stehen, die funktionieren auch nicht. Export. Hm. Okay, gut, das macht es natürlich etwas kürzer. Äh, ja, vielleicht geht. Nee, geht auch nicht. Information. Mhm. Ach, da unten. Ist das so was wie eine Festplattenlampe, so eine LED? Internet. Okay, gut. Die ähm, Skype. Also das sind hier alles nicht äh, CDE-Anwendungen. Also das ist über den XFCE-Desktop mit installiert worden. Ich habe ja das ISO genommen, installiert, so wie es ist. Und da sind verschiedene Sachen mit ins Acrobat Reader. Uh -huh. Sky, dass es sowas noch gibt. Also, das kommt mir jetzt irgendwie ein bisschen komisch vor, dass diese Sachen. Also Virtual Box. Also ich führe es in der Virtual Box aus, aber ich habe doch hier nicht die Oberfläche für VirtualBox installiert. Also das kommt mir alles ein bisschen komisch vor. So, was haben Also, da war ich schon. Äh, und Tech. Dinge um äh, Tech-Dokumente zu erst. Keil. Das ist doch ein KDE-Programm. Das ist doch da auch, oder? Hm. Ja, also finde ich ein bisschen komisch, was diese Icons dort sollen, aber ich kann mir auch nicht erklären, wie die sonst dahin kommen. Dann haben wir hier noch verschiedene Hilfe, Funktionen, Informationen dazu und einen Mülleimer. Ja, also das war jetzt CDE, das Original, was es schon wirklich sehr lange gibt was ähm, ja, über die Jahre so ein bisschen weiterentwickelt wurde, aber jetzt auch nicht, würde ich sagen, großartig. Also es ist seinen Wurzeln treu geblieben. Darum funktionieren solche Sachen wie Scrollen mit dem Scrollrad auch nicht, weil es das früher nicht gegeben hat. Ja, genau. Also guckt euch das gerne mal an, wenn euch das interessiert. Einfach so ein Sparky Linux mal in eine VM würde ich wirklich empfehlen, reinzuschmeißen und dann mal einen Desktop installieren, zum Beispiel hier CDE. Ja, das war es dann für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal wieder was anderes gezeigt, was ihr sonst wahrscheinlich niemals euch angeguckt hättet, wenn ich euch das nicht so vorgetornt hätte. Das war das erste Stück aus dem Desktop-Wichteln-Paket, haben wir uns heute mal angeguckt. Das nächste Mal gibt es, also diese Woche gibt es denn noch nscde. Mal gucken, was das so bringt. Soll von der Art so ähnlich sein, hat aber einen anderen Unterbau. Genau, ansonsten macht es nach, macht es nicht nach, abonnieren, äh, die Glocke drücken und bis dann und ähm, tschüss.